Hallo liebe Löwenzahn-Freunde, heute stelle ich euch das Spiel Löwenzahn, das Spiel, das Brettspiel vor. Es ist schon etwas älter, gab es damals von der Firma Norris. Und das Ziel des Spiels ist, einen Löwenzahn bzw. drei Löwenzähne im Petersgarten zu pflanzen. Ich habe das heute mit meiner Tochter Maria gespielt. Hallo Maria. Hallo. So, dann gucken wir uns das mal an. Das Spiel besteht aus folgenden Teilen. Aus zwei Spielplänen. Das hier ist die große Wiese. Das ist der Hauptspielplan. Da haben wir hier drei bzw. vier Startplätze. Hier vorne. Hier fängt das Spiel an, indem man sich je nach seiner Farbe drei Löwenzahn-Samenplätzchen, das sind diese hier, hier hinlegt. Ja. So, und dann muss man versuchen, über die große Wiese hier in diese Zielwiese zu gelangen. Die große Wiese vor Peters Bauwagen. Hier haben wir Peters Bauwagen. Hier haben wir Herrn Lustig selbst. Der rennt immer um seinen Bauwagen rum. Und dann haben wir was noch auf der Wiese? Was gibt es da noch, Maria? Die Kuh. Wo ist die? Hier. Die Kuh, genau. Die steht auf ihrem Kuhladen. Was haben wir noch? Die Biene. Die steht hier. Genau, die kann man beim Start des Spiels auf einen der vier Bienenwaben hinsetzen. Und wie funktioniert das Spiel denn, Maria? Was gibt es? Genau. Und wie kommt man da jetzt hin? Peter steht beim Start des Spiels auf diesem Pfeil. Jetzt fängt der Spieler an zu würfeln. Er kann eine 2, eine 3, eine 4 und eine 5 würfeln. Ja, das ist wie noch beim normalen Würfel. Ja, wenn du die würfelst, dann kannst du mit deinen Löwenzahn-Samen die entsprechende Anzahl hier auf der Wiese laufen. Oder beziehungsweise fliegen. Na? Und was passiert, Maria, wenn man den Peterkopf würfelt? Wenn der Peter ein weiter geht. Ein Feld weiter gehen. So. Wenn Peter hier drauf ist, muss man so eine Karte ziehen. Genau, hier gibt es ein grünes Feld mit einer Wolke drauf. Und dann muss man da was? Eine Ereigniskarte, eine grüne Ereigniskarte ziehen. Und vorlesen und dann machen. So, und je nachdem, immer wenn wir Peter gewürfelt haben, zieht Peter ein Feld weiter. Und jetzt seht ihr ja, es gibt grüne Felder und es gibt gelbe Felder. Also bei den grünen Feldern, da geht man mit den Samen immer weiter. Ja, darf natürlich nicht ins Wasser kommen. So, und wenn Peter jetzt auf ein gelbes Feld kommt, dann ist der Samenflug vorbei. Und es beginnt der Bienenflug. Das heißt, in dem Augenblick, wo Peter auf ein gelbes Feld kommt, muss man gucken, wie viele Samen haben wir auf dem Spielplan. Und alle Samen, die jetzt nicht auf dem Weg liegen, nicht im Wasser liegen, nicht auf dem Baum liegen oder auf den Bienenkörben, die dürfen ausgetauscht werden gegen... Maria, hast du noch eine? Ja. Eine Löwenzahnblume. Ne? Da wird dann aus den Samen ein Löwenzahn. Dann tauschst du die aus. So. Und dann kann man jetzt weiter würfeln. Und wenn du eine 2, 3, 4 oder 5 hast, dann zieht man nicht mit der Löwenzahnblume, weil die ist ja festgewachsen, sondern mit der Biene. Man muss versuchen, mit der Biene über eine Löwenzahnblume
Blume seiner Farbe zu kommen. Und dann? Genau. Und wenn jetzt Peter weitergezogen ist und wieder auf ein grünes Feld kommt, dann ist der Bienenflug vorbei und alle bestäubten Pusteblumen werden dann zu 3 neuen Samen. Und dann kann man nämlich von dem Feld aus weiterfliegen und hat natürlich mehr Chancen, seine 3 Pflanzen hier in dieses Feld zu bekommen, dass die hier Löwenzahn werden. So beginnt das eigentliche Spiel. Und jetzt haben wir natürlich unsere Ereigniskarten und da heißt es manchmal auch, die Kuh zieht 2 Felder weiter. So, dann muss man das natürlich tun. 2 Felder weiter. Wenn jetzt Marie, ich habe jetzt meine Löwenzahnblumen hier. Machen wir mal ein Beispiel. Und jetzt zieht Maria die Karte, die Kuh zieht 2 Felder weiter. Dann geht es natürlich über meine Löwenzahnsamen. Ja? Und über alle Felder, wo die Kuh rüberlatscht und meine Samen sind, die werden gefressen. Also sind die schon mal weg. Pech gehabt, Sascha. Hehehe. Nicht wahr? Ja. Na? Und da gibt's, dreh mal um, da gibt's immer 3 Fragen drauf, ne? Und dann darf der Spieler sich, also wenn ich auf dem Fragezeichen gekommen bin, muss Maria mir eine Frage vorlesen und ich muss versuchen, die richtige Antwort zu finden. Dann bist du dran. Ja, wenn er richtig hat, dann darf er nochmal prüfen. Genau. Ja, so funktioniert das Löwenzahnspiel im Großen und Ganzen. Es ist sehr schön illustriert von Björn Pertoft. Und es ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber wer das jetzt irgendwo auf dem Flohmarkt oder per Kleinanzeigen irgendwo findet, es macht Spaß, nicht wahr, Maria? Ja, sehr Spaß. Okay, na gut. Also wir spielen jetzt noch eine Runde und ihr schaltet jetzt einfach mal ab. Wir sagen Tschüss.